Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach neben Hersbruck im Nürnberger Land zum Newsletter 157. Wir präsentieren einen perfekten Weinkeller nebst Hausherrin, für den wir die Wände, die Decke, die Beleuchtung, natürlich die Möbel und das Koordinieren und die Integration der Technik mit der Firma Sendelbeck übernommen haben. Die leicht getönte Glaswand wird von einer Tür verschlossen, die sich per Fingerabdruck öffnen lässt. Also natürlich nur mit dem richtigen. Und dazu passend sehen Sie hier den ultimativen Schlüsselaufhänger für Weinfans. Die Küche in dem Schlösschen bei Bamberg haben wir jetzt auch mit der 360-Grad-Kamera Panono fotografiert, auf das der Rundumblick die Orientierung anhand der normalen Fotos erleichtern werde. Außerdem haben wir entdeckt, dass der ukrainische Präsident, Sie wissen schon, der ehemalige Komiker, als Zepter eine getarnte Panono-Kamera trägt. Leider glaubt uns das niemand, aber Sie werden schon sehen, wenn auf der Panono-Website auf einmal Panoramen von der Intronisierung zu sehen sein werden. Bei den Werkstatttagen vom 19. bis 21. Juli wird Andreas und Karin Hauter ihre Ausstellung zum Thema Holzbildnisse präsentieren und am Sonntag um 11 Uhr wird sich das diesjährige Werkstattgespräch um genau dieses Thema drehen. Das neue Sofa Glove ist in unserer Ausstellung angekommen und erstmals seit vielen Jahren ist es wieder mit dem geschliffenen und so super bequemen Nubukleder bezogen, was wir als total angenehm zum Sitzen empfinden. Auf den neuen Sessel Daydreamer müssen wir leider noch ein wenig warten, aber wir sagen allen, die sich schon vorab dafür interessiert haben, Bescheid, sobald er da ist. Unser neuer Auszubildender will nicht nur aus ökologischen Gründen Fahrradnähe zu unserer Werkstatt wohnen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem sympathischen und weltoffenen jungen Mann und hoffen auf Ihre Tipps bei der Wohnungssuche. In den Kurznachrichten empfehlen wir das Buch »Frauen im Bauhaus«, zeigen Wohnzimmer auf der Homepage und den Medienstar Sascha Lobo, der in Ossensollen sinnvolle Dinge über die digitale Transformation erzählt hat. Weil es von Michael Rösels Kinokomödie so viele schöne Szenen gibt, zeigen wir sie Ihnen heute im Abspann, was das Newsletter-Video diesmal deutlich länger macht. Wir stellen Sie am besten gleich die Karten für den 20. Juli, der 19. Juli mit dem fränkischen Sommer ist leider schon restlos ausverkauft. Wir wünschen einen schönen Sommer und freuen uns auf Ihren Besuch in Untergrumbach. Bis bald. Ich werde dafür sorgen, dass von dir nichts übrig bleibt. Tapfere Schwaben, als einer von euch flehe ich euch ankämpft. Dass ich noch einmal das schwäbische Wemd gebe, denn mir geht's Säpfchen unter. Was kämpft gegen das Joch der Sklaverei, gegen diesen skrupellosen Kapitalismus? Dass du am Boden liegst und um Gnade winselst.